Herr Hart, wie haben Sie den Wahlabend bisher erlebt? Der Wahlabend hat sich aus meiner Sicht eigentlich ein bisschen so entwickelt, wie ich das erwartet hatte. Wir haben ein schlechtes CDU-Ergebnis auf Bundesebene, aber es hängt davon ab, wie das jetzt noch weiter ausgezählt wird. Ich gehe davon aus, dass am Ende die CDU vielleicht doch die Nase vorne hat. Und hier im Wahlkreis schlägt sich das entsprechend nieder. Ich habe den Eindruck, dass Ingo Schäfer vorne liegt, was die Direktwahlkreis angeht. Und ob ich im Deutschen Bundestag wieder vertreten sein werde, das hängt davon ab, wie die Wahlergebnisse in anderen Bundesländern sind. Also das wird sich im Zweifel erst heute Nacht, irgendwann zwischen 1 und 2 rechne ich damit, entscheiden. Darauf habe ich mich eingestellt. Das ist demokratisch fair, gerecht. Und in diesem Sinne will ich den Rest des Abends auch verbringen. Jetzt liegt Ingo Schäfer aktuell relativ weit vorne. Ich glaube, gerade eben waren es 6 Prozentpunkte ungefähr. Hätten Sie in der Form damit gerechnet? Es entspricht schon meinen Erwartungen, weil dieser Wahlkreis jemals immer so in der Größenordnung 5% Richtung links hängt. Ich habe immer 5%, etwa 5% weniger Vorsprung auf den SPD-Mitbewerber gehabt als die CDU-CSU auf Bundesebene gegenüber der SPD. Jetzt kommt dazu, dass wir einen sehr starken, sehr angesehenen FDP-Direktkandidaten haben mit Dr. Weindl, der wie in der Kommunalwahl bereits auch jetzt viele Stimmen auf sich vereinen kann, die natürlich dann im Zweifel mir fehlen an Erststimmen. Die Wählerinnen und Wähler der FDP werden sich das gut überlegt haben, dass sie das so machen. Insofern habe ich das nicht zu kritisieren, aber das trägt mit dazu bei, dass dieser Wahlkreis vielleicht jetzt nicht zum vierten Mal von mir gewonnen werden kann. Das wäre, glaube ich, im Wahlkreis der erste gewesen, der es geschafft hätte. Mehr als dreimal hintereinander hat es, glaube ich, keiner geschafft. In diese Reihe könnte es sein, dass ich mich einreihe. Ich werde das jetzt aufmerksam beobachten, insbesondere in den Briefwahlbezirken, aber ich bin da realistisch. Sie haben auf das Ergebnis auf Bundesebene auch schon angesprochen. Welche Gründe gibt es dafür, dass die CDU da im Moment auch hinten liegt? Wir dürfen niemals mehr uns in der Union über Monate oder gar Jahre darüber streiten, wer bei uns CDU-Parteivorsitzender wird oder wer dann hinterher gemeinsamer Spitzenkandidat wird, weil das spaltet nicht nur die Partei ein Stück weit, sondern eben auch unsere Wählerschaft. Das haben wir im Wahlkampf erlebt. Und das, was eigentlich unter demokratietheoretischen Gründen als abschreckendes Beispiel gelten sollte, nämlich dass hinter verschlossenen Türen einfach ein Kanzlerkandidat gekürt wird, der ja zum Beispiel bei Wahlen zum Parteivorsitz krachend durchgefallen ist, so wie die SPD das gemacht hat. Dieses Rezept führt offensichtlich zum Erfolg. Das ist für mich ein bisschen nachdenkenswert, weil es doch eigentlich so sein sollte, dass der Wähler auch honoriert, wenn Parteien intern diskutieren, wer der Bessere ist an der Spitze. Die SPD ist mit ihrem Konzept doch ziemlich erfolgreich gewesen. Am Ende des Tages glaube ich aber doch, dass es eine klare Mehrheit für Schwarz-Gelb-Grün, also für Jamaika, gibt, angeführt von Armin Laschet. Aber darüber werden wir morgen mehr wissen. In Ordnung. Also war Armin Laschet trotzdem der richtige Kandidat, obwohl das Ergebnis so schlecht ist? Ich glaube, dass die allermeisten, gerade auch hier in Nordrhein-Westfalen, schon wussten, dass wir mit Markus Söder einen guten Kandidaten für den Wahlkampf hätten. Gleichwohl sind viele doch der Meinung, dass Armin Laschet im Zweifel der bessere Bundeskanzler wäre. Und auch von dieser Idee habe ich mich leiten lassen, denn es geht darum, eine Koalitionsregierung zu führen. Das war ja klar, dass es eine Koalitionsregierung sein wird. Und da ist Armin Laschet der erfolgreichere in Nordrhein-Westfalen als Ministerpräsident. Deswegen bleibe ich bei meiner Meinung, dass er der bessere Bundeskanzler sein wird. Söder wäre vielleicht der bessere Wahlkämpfer gewesen, aber beides voneinander zu trennen, kann man ja auch nicht machen. Für Sie ganz persönlich anstrengender Wahlkampf, eine sich abzeichnende Niederlage. Wie gehen Sie die nächsten Tage an? Ich werde erstmal heute Nacht gucken, ob es über die Landesliste reicht. Das werde ich aber erst wissen, wenn im letzten Winkel Deutschlands der letzte Wahlkreis ausgezählt ist. Und dann werde ich am Dienstag nach Berlin fahren zur Fraktionssitzung. Und je nachdem, wie es dann weitergeht, werde ich auch in Berlin an der konstituierenden Sitzung der neuen Bundestagsfraktion teilnehmen oder aber eben auch nicht. Vielen Dank.